Hello und herzlich willkommen zurück bei Let's Talk Nummer 2. Nachdem wir jetzt ja eine ganze Woche lang keine Videos mehr gucken konntet, weil keins mehr hochgeladen wurde. Weil wir im Urlaub sind, gerade momentan. Ja. Beziehungsweise Henne HD im Urlaub ist und Chris gerade Praktikum macht. Beziehungsweise gerade die Praktikumswoche abgeschlossen hat, glaube ich. Ja, hat er gerade. Nein, wir sind gerade beim zweiten Video. Ja. Ich dachte, das wäre erst in der dritten Woche. Nein. Ja. Ach stimmt. Ich fange also morgen mein Praktikum an. Stimmt, du bist ja von der ersten Woche, ich bin erst von der zweiten Woche. Stimmt. So. Ja. Und da. Und falls sich jemand wundert, wir reden von den Ferienwochen aus in Sachsen, ne? Nicht aus. Ja, in Sachsen, nicht aus anderen Bundesländern. Original aus Sachsen. Saxonia. So. Saxony, aber egal. Das ist Saxonia. Ich bin nicht sicher. In Englisch heißt Saxony. Echt? Ja. Das ist in Saxonia. Keine Ahnung, die verwirren mich alle, Alter. Komm, wir fangen jetzt mal hier an. Weißt du was, da hauen wir gleich mal was rein. Ja, also ich hatte ja nicht vor, das so ganz trocken zu machen, nur da mir gerade keine bessere Einleitung einfällt. Thema Lieblingsspiele. Lieblingsspiele? Minecraft! Nein. Jetzt mal so die Frage, sozusagen Lieblingsspiele im Allgemeinen? Sozusagen allgemein. Was, also sozusagen, welches Spiel? Jetzt mach's nicht so kompliziert. Mach's nicht so kompliziert, welches Spiel du am liebsten magst oder welches Spiel du am liebsten magst und warum. Also, gut. Also ich mag eigentlich so gute GTA 5 finde ich eigentlich. Ich schließe mich der Meinung, ja. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Erstens schon mal die Grafik ist top. Auch die Originalität, sag ich jetzt mal. Weil das ist sozusagen LA. Also sozusagen aus der Stadt LA der größte Teil eigentlich ausgenommen. Sozusagen das, was man dann so als an Bildern schon gesehen hat, dann von anderen, sieht das schon sehr echt aus. Dann. Hm. Ja, Chris, sagst du das mal jetzt? Ich muss das mal überlegen. ja, also. Um mal ganz geil klassisch hier einen draufzusetzen, ich mag Minecraft. also auch wenn das jetzt so manchmal so ein paar Probleme hat, gerade beim Aufnehmen, mag ich es eigentlich, aber also ich hätte auch noch andere meine Lieblingsspiele, aber das Problem ist, ich mag, also, ich wechsle mal kurz. Ja, ich habe seit einem Jahr kein richtiges, was wechselst du? Ja, ich habe gerade einen Fehler gefunden. Der da wäre? Fehler am Bau. Von mir. Gerade gefunden. Ich glaube, den Fehler habe ich gemacht. Wir werden diesen Fehler jetzt nicht ausdiskutieren. Nee, er ist genau hinter mir links. Darf das sein? Guck nach oben. Dann siehst du es. Wenn du es nicht siehst, gehst du ein bisschen zurück. Gesehen? Nee. Nicht? Nee, hinter mir links. Ja. Über der Lava. Oh, da ist er noch, Cobblestone! Das cleanst dann aber zettel, wenn ich da sagen müssen. Ja, also hier, Fehler gefunden, da ist, das Graue ist Cleanstone, so. So, und bei mir ist das Problem, ich habe seit einem Jahr kein richtiges Spiel mehr gespielt, außer Minecraft, so, weil man das halt auf dem Computer hat. Ja, gut. Weil, jetzt hör mir mal bitte zu, weil es nicht A, nicht mal so ein, weil mein Laptop, also ne, ist ein geiler, ich nenne die Marke jetzt einfach mal nicht. Ne? Jojo, du weißt Bescheid. Ja, also ich kann keine, ich mach's jetzt nicht so spannend, ja, aber ich werde jetzt einfach mal drauf zureden. Also er schreckt sich nicht, es wird jetzt losgehen. Also er kann nämlich im DVD-Laufwerk keine CDs, DVDs, was auch immer, mehr lesen. Ja. Das heißt, ich kann keine Spiele über die CD irgendwie installieren oder so. Ich müsste mir die runterladen. Die meisten gibt es natürlich nicht als Download.
die meisten genug dieser als Download, außer als die scheiß Demo-Version oder so. Und außerdem will ich jetzt auch nicht unbedingt mir alles runterladen. So. Ja, und was ist es aber, was ich an Spielen habe, was ich auch noch mag, ist eigentlich Commander Keen 4 oder allgemein Commander Keen. Mhm. Mag ich eigentlich, kann ich sagen. Kennst du das? Ja? Ist schön. Na, nicht aber ich. Boah. Tipp mal. So. Darf ich jetzt? Ja, darf ich jetzt? So. Das ist zu meinen Lieblingsspielen, sag mal so, ich finde ja allgemein, eigentlich Nintendo-Spiele sind, na, typisch, eigentlich immer, finde ich, sehr gelungene Spiele, also ich meine, es gibt natürlich dann auch gewisse Leute, die das dann nicht denken, aber ja, dann besonders finde ich, ja, Chris, genau, ja, besonders mag ich eigentlich die Pokémon-Reihe, wo ich mir auch schon dann den Remake holen werde. Jetzt vorbestellbar schon. Seit über 2 Wochen dann. Schon vorbestellbar. Ich hoffe mal, sie haben nicht zu viel verfuscht, sag ich mal. Komplett das Spiel verändert. Also sozusagen. die komplette Engine verändert. Ja, nee. Sieht jetzt aus wie bei Minecraft. Sozusagen, ich meine, sozusagen sowas habe ich ja schon mit dem Playlist-Ersteller, sag ich jetzt mal wirklich. Ja. Ihr wisst ja alle, wer das ist. Ja. Habe ich das auch schon ausdiskutiert. Also ich hoffe, dass die das nicht so gemacht haben, dass zum Beispiel Metaverse City, wir kennen es ja aus dem Let's Play, dass da diese ganz normalen Wohnungshäuser, die Wohnungen, dass die dann einfach zu Luxusvillen oder zu Hochhäusern werden. Das wäre oft. Schaust du also. Ja. Ja. Und sonst bin ich eigentlich auch ein Freund von Taktik. Von Chris und auch. Und Bauspielen. Und von Chris bin ich natürlich auch ein Freund. Und von vielen anderen Leuten auch. Oh, jetzt fühle ich mich nicht mehr besonders. So. ja. Ja. Also. Fällt dir irgendwas ein, worüber wir vielleicht reden könnten? Dann müsste ich mal hier runter gucken. Was wäre jetzt noch interessant? Auf mein Handy. Über die Zukunft haben wir schon gesprochen. So, Lieblingsspiele vielleicht noch in Bezug auf Lieblingsspiele, vielleicht noch irgendwie welche besondere Lieblingscharakter. Da kann ich persönlich nicht weiter mitreden, so wirklich. Minecraft Steve. Oh, ich liebe Steve, der hat nur so stark, der kann so viel Goldblöcke tragen, wie er will. Also nicht ganz, aber viele. Ich muss mich mal wirklich überlegen, was sind so meine... In der Zeit berede ich euch mal mit sinnlosem Zeug. Das fehlt jetzt leider ein bisschen, weil mir gerade nichts spontan so weiter einfällt. Fällt spontan auch gerade nicht. Ich habe viele Lieblingscharaktere, sag ich mal. Zum Beispiel Pokémon. Okay, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, von daher habe ich irgendwas Falsches gesagt. Ich finde viele von den Pokémon geil eigentlich, sag ich mal. Mhm. Ja. Da kann ich jetzt wirklich... Also was ich auch mal... Das einzige Spiel, was ich mal richtig so gezockt habe, war... Diablo 3. Das da ging mein DVD-Werk noch. Das fand ich eigentlich auch geil. Ich hab auch irgendwas von Call of Duty mal gezockt. Ich hab auch hier übrigens auf meinem DVD-Stapel, wie lange ich da nicht mehr hingeguckt habe, weil ich es eh nicht brauche, 4-2 oder so liegen. Wollte ich auch mal zocken, was da ging die DVD-Spielerplatte, ging es schon noch nicht mehr. Und das hab ich dann noch den Haufen Spiel hab ich da noch liegen. Was ich als Kind, da hab ich mich auch schon mal mit David drüber unterhalten, gefeiert hab, war, weil als Kind. Muss ich war Silent Hunter. Vielleicht kennst du das, so U-Boot-Spiel fand ich eigentlich immer sehr geil. Wie man dann so unter Wasser immer so die anderen Schiffe abschießen musste und dann gingen die so unter und dann fand ich, hab ich immer sehr gefeiert. War sehr aufregend und ja, es war. Ist ein schönes Spiel. Ich will jetzt nicht lügen, Silent Hunter 5 oder 3 oder sowas. In jedem Fall eine neuere Version. Nur, ja, das DVD-Laufwerk, ne? Das. Da kauft man oder bestellt Spiele so auf einmal und auf einmal denkt, oh, das DVD-Laufwerk funktioniert. Ich frag mich nicht warum. Der liest zwar die CDs, aber das macht doch ruckel und dann passiert aber nichts. Und wir sind bei 9 Minuten 50.
Ja, ich weiß. Also, ich glaube, es ist. Ich will eigentlich jetzt eine geile Überleitung machen, wie. Leute, ach. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir diese Folge beenden. Schlechte Überleitung. Ja, ich weiß. Bessere als. Wir sind jetzt bei 9 Minuten 50. Und also, Leute, ihr wisst, was das heißt. Wir sind an der Zeit. In der Zeit, an der die Zeit gekommen ist, zu sagen: Goodbye. Auf Wiedersehen. Ich liebe dich. Nächste Woche beim vorerst sozusagen erstmal letzten Talk, bevor die Let's Plays wiederkommen. Wenn ihr wollt, dass wir das dann sozusagen auch weiterführen, wenn dann die Let's Plays wieder kommen, dann lasst eine positive Bewertung da und schreibt es auch nochmal in die Kommentare. Damit wir uns richtig gut fühlen. Nein, okay. Und dass wir es auch nochmal wissen von jedem Einzelnen. Ja. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüssi.